Wer garantiert, dass das Fleisch, das wir als Konsumenten essen, frei von Arzneimitteln ist? Wer überwacht die Gesundheit der heimischen Tierbestände und schreitet im Ernstfall ein? Alles Aufgaben, die der Tiergesundheitsdienst des Landes übernommen hat. 3000 Bauern sind Mitglied bei dem Verein und werden von etwa 100 Tierärzten regelmäßig kontrolliert und betreut. Auf sie wartet hoher Besuch im Stall. Die Tiere von Harald Zutterlütti in Pogasdorf werden heute genauer angeschaut. Es ist eine von mehreren Routineuntersuchungen im Jahr, die ansässige Tierärzte im Auftrag des Tiergesundheitsdienstes durchführen. Tierärztin Stefanie Egger überprüft die Werte der Milchkühe. Ist eines der Tiere auffällig, wird es genauer unter die Lupe genommen. Wir schauen uns die Tiergesundheit an, natürlich auch Milchbefunde. Da haben wir von allen Tieren von der Herde die Daten, weil die werden ja jedes Monat einmal untersucht. Wir schauen natürlich auch auf Tierschutz. Gibt es irgendwelche Schäden, gibt es irgendwelche Mängel, gibt es irgendein Leiden? Im Bedarfsfall wird dann eben gehandelt. Wir können dann gewisse Fristen setzen, dass der Betrieb dass die Mängel in Ordnung bringen muss. Die Mitgliedschaft beim Tiergesundheitsdienst ist für Gütesiegelprodukte Voraussetzung. Die Bauern bekommen dafür kostengünstige Untersuchungen, werden geschult und lernen, was zur Gesundheitsvorsorge getan werden kann. Durch das, dass die Tiere sehr gesund sind, das weiß ich vom Kontrollbericht und von der Milchabrechnung, brauche ich relativ wenig akute Geschichten behandeln, wenn das vorkommt, 3-4 Mal im Jahr. Aber auch durch deshalb, dass ich die Hygiene im Stall sehr hoch halte. Rund 40.000 Proben werden im Labor des Tiergesundheitsdienstes auf der Veterinärabteilung des Landes jährlich untersucht. Krankheitserreger und Infektionen werden bestimmt, die Wirkungsweise der Medikamente überprüft. Generell kann man sagen, dass der Medikamentenverbrauch in Österreich stark unter dem europäischen Schnitt liegt, weil wir Betriebsgrößen haben, die sich noch sehr, sehr gut handeln lassen, wo man mit intensiver Arbeit mit den Tieren Krankheiten auch schon früh erkennen und verhindern kann. Hygiene und artgerechte Haltung sind entscheidende Faktoren, mit der die Tiergesundheit erhalten und verbessert werden kann.